Es gibt Situationen, in denen einige Menschen zusammenbrechen und nicht mehr entscheidungs- und handlungsfähig sind. Und da gibt es die gleiche Situation, wo andere Menschen trotzdem handlungsfähig und entscheidungsfähig bleiben. Und ich nehme dich in diesem Video ein bisschen mit auf die Reise, was die wichtigste Grundlage dafür sein kann, dass auch du resilient, also entscheidungsfähig und widerstandsfähig bleibst. Das Interessante wird sein, wenn du dich selbstständig machst, wird es eine ganze Reihe von Gründen geben, wo auch du entscheidungs- und handlungsfähig sein musst. Deshalb ist das Video aus meiner Sicht tatsächlich auch eine Pflicht. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin selbst nicht nur Unternehmer und Berater, sondern habe auch die Ausbildung mit der Methode Birkmann gemacht zum Thema Persönlichkeitstest, Persönlichkeitsanalyse. Und dort wird in diesen Forschungen immer wieder darauf hingewiesen, dass wir Menschen in uns drin bestimmte Tanks haben, bestimmte Bedürfnistanks haben. Und wenn diese Bedürfnistanks nicht gefüllt sind, nicht ausreichend aufgefüllt sind, dann kommen wir in Stress, dann sind wir weniger resilient. Was bedeutet das ganz genau? Was ist das Ergebnis dieser Forschung? Stell dir einfach mal vor, du hättest in dir drin, so wie ich auch, einen Bedürfnistank. Und die Wissenschaftler gehen davon aus, wenn dieser Bedürfnistank mehr als 20% entleert wird, dass du dann in einen Stress kommst, dass deine Resilienz am Boden ist, dass du nicht mehr widerstands-, nicht mehr handlungs- und entscheidungsfähig bist. Wenn du diesen gleichen Tank aber auffüllst auf 80% oder auf 100%, dann bist du in einem guten, ressourcereichen Zustand und kannst Entscheidungen treffen, egal was um dich herum passiert. Das bedeutet also, dass dein ressourcereicher Zustand, also der Moment oder der Umstand, wo du auf all dein Wissen, auf all deine Erfahrungen, auf deine anerlernten Fähigkeiten zugreifen kannst, nur dann gegeben ist, wenn dein Bedürfnistank voll ist. Erst dann kannst du deine vollen Stärken einsetzen, deine vollen Potenziale entwickeln und deine Kreativität auch anwenden, etwas Neues zu denken, etwas Neues zu tun, etwas Neues zu erschaffen. Das Dumme an der Tatsache ist, dass diese Bedürfnistanks in uns vorhanden sind, dass es nicht nur einer ist, sondern es sind insgesamt wissenschaftlich untersucht 11 verschiedene psychologische Bedürfnistanks. Und diese 11 psychologischen Bedürfnisse stehen nochmal neben deinen physiologischen Bedürfnissen, also Bedürfnisse nach Essen, Trinken, Schlaf, Gemeinschaft, Zugehörigkeit, Sexualität und so weiter. Das sind reine psychologischen Grundbedürfnisse und die sollten alle oberhalb, deutlich oberhalb von 20% im Füllstand liegen. Das bedeutet also, wer wirklich resilient, also eine hohe Widerstandsfähigkeit und damit verbunden auch eine hohe Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit haben und behalten will, der darf sich natürlich mit allen 11 Tanks auseinandersetzen. Denn klar ist, wenn alle 11 Tanks unterhalb von 20% sind, kannst du dir gut vorstellen, in welchem Zustand sich dieser Mensch befindet und wie wenig er doch auf seine Ressourcen zurückgreifen kann, wie wenig er seine Stärken, seine Potenziale entfalten kann. Und Kreativität findet dort kaum noch statt. Was passiert nun, wenn diese Tanks nicht ausreichend gefüllt sind? Die Antwort ist relativ simpel. Unser Gehirn ist so konstruiert, ist so erbaut, dass es sich immer am Leben erhalten will, dass es dich am Leben halten will, auch wenn dein Großhirn nicht mehr entscheidungsfähig ist. Und was macht es dann? Nun, du kennst diesen Moment vor der Prüfungskommission, wo du aufstehst und eine Frage beantworten sollst oder eine Rede halten sollst und dir fällt nichts mehr ein. Dann bist du nämlich im Blackout. Und Blackout heißt, deine Ressourcen sind komplett heruntergefahren und es übernimmt ein spezifisches Programm, was du hier unten im Keller findest. Wenn also diese 11 psychologischen Bedürfnistanks nicht ausreichend gefüllt sind, also das Fundament nicht trägt, dann wird zuerst hier oben dein ressourcenreichender Zustand abgeschaltet und du plumpst in einen Keller. Und in dem Keller, da wartet etwas auf dich. Und das, was dort in dem Keller auf dich wartet, ist keinesfalls abstrakt oder zufällig, so das Reptiliengehirn, was zuschlägt, sondern tatsächlich haben die Wissenschaftler herausgefunden, dass zu allen 11 psychologischen Bedürfnistanks jeweils ein individuelles, ein spezifisches Programm gestartet wird, was die Aufgabe hat, was zum Ziel sich gesetzt hat, dein Bedürfnis wieder erfüllen. Also getreu nach dem Motto, dein Wissen, dein Know-how hat leider versagt, der Tank ist leer. Deshalb übernimmt jetzt ein automatisches, eingespeichertes Programm die Kontrolle. Und du machst etwas, was dir hinterher gar nicht mehr bewusst ist. Du machst etwas, was du hinterher vielleicht bereust. So wie der Polizist, der nach Hause kommt und seine Frau mit einem fremden Mann, mit dem Nachbarn im Bett findet und beide erschießt. Er bereut es hinterher, aber in der Stresssituation hat er im Affekt gehandelt und das gemacht, was in dem Stressprogramm vorprogrammiert war.
Was ist also nun die wichtigste Grundlage von Resilienz? Zuerst mal erkennst du vielleicht, dass es kein Zufall ist, dass es Menschen gibt, die widerstandsfähiger sind und andere, die es nicht sind. Es ist keinesfalls, dass etwas vom Himmel fällt, man hat es und man hat es nicht. Sondern genauso wie dein Magen jetzt gerade voll ist, weil du die entsprechenden Mahlzeiten zu dir genommen hast, genauso wie deine Muskeln jetzt trainiert sind, weil du viele Jahre Sport gemacht hast, so kannst du also heute auch resilient sein oder eben nicht. Was sind also jetzt deine Handlungsmaßnahmen, wenn du zu den Menschen gehören möchtest, die auch widerstandsfähig sind, die ihre wichtigste Grundlage aufgebaut haben? Nun, die erste Aufgabe ist, alle 11 verschiedenen Bedürfnistanks zu lernen. Und ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe mein Testergebnis, diesen Birkmann-Test, das erste Mal gesehen, aber nicht alles verstanden. Es hat eine Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, welche Bedürfnisse habe ich in Einzelbeziehungen, welche Bedürfnisse ich habe in Gruppen, welche Bedürfnisse ich habe in Bezug auf Motivation, welche Bedürfnisse ich habe in Bezug auf Entscheidungen, auf Veränderungen, auf Führung, auf mein Selbstbild bezogen oder letztendlich auch auf das Handeln in Gruppenprozessen. Das bedeutet, alles zusammen gilt es erstmal aufzuklären. Alles zusammen bedeutet es erstmal sichtbar zu machen. Und das Interessante ist, dass wir alle Menschen zwar 11 Tanks haben, aber die Bedürfnisse, welche Art von Flüssigkeiten dort reinkommen, also was wir genau brauchen in diese Tanks hinein, ist auch nochmal unterschiedlich, je nachdem, in welchem Elternhaus du groß geworden bist. Ich gebe dir nun mal ein Beispiel, wo ich selbst beinahe mal in einen Burnout hineingeschlittert wäre. Und zwar war das meine Aktivität in Gruppen. Denn meine Stärken, meine Ressourcen in Gruppen sind sehr gut. Ich komme sehr gut in Gruppen an. Die Gruppe akzeptiert mich sehr schnell und ich kann mich in Gruppenprozessen auch sicher bewegen und vielleicht auch einen beliebten Eindruck erwirken. Aber tatsächlich, vom Bedürfnis her, das ist bei mir die zweite Komponente hier, brauche ich keine Gruppen. Meine Erholung, mein Auftanken, das mache ich ganz alleine zu Hause, vielleicht mit einer wichtigen Person, aber keinesfalls in Gruppen. Was habe ich gemacht? In meinem Terminkalender war ich über Tage, Wochen, Monate immer in Gruppenprozessen unterwegs und meine Tanks gingen immer weiter runter und schließlich war ich so weit im Stress, dass zum Geburtstag ich nach Hause kam, erstmal 1 bis 2 Stunden auf Toilette ging und dann gleich schlafen gegangen bin, weil mein Gehirn gesagt hat, lieber Freund, dein Tank ist leer, ich sorge jetzt im Stressprogramm, dass dein Tank sich wieder auffüllt, also verabschiedest du dich von deiner Geburtstagsparty wortlos und gehst schlafen und das kann schon mal 1-2 Tage dann dauern. Wenn du also den ersten Schritt wirklich gegangen bist und herausgefunden hast, was sind deine 11 persönlichen, spezifischen Tanks, dann gilt es als zweites herauszufinden, welche Flüssigkeiten brauchst du, also was erhöht dann den Füllspiegel deines Bedürfnistanks. Und wenn du diesen zweiten Schritt auch gemacht hast, dann kommt der dritte Schritt, nämlich dein Verhalten zu verändern, deine Sprachmuster zu verändern, dass du anderen Menschen mitteilen kannst, sodass die es verstehen und annehmen wollen, was du brauchst. Und dann kommt der vierte Schritt, nachdem du deinen Menschen das mitgeteilt hast, auch dein gesamtes Umfeld zu verändern. Das kann die Veränderung deines Arbeitsplatzes bewirken, das kann aber auch die Veränderung deiner Beziehung bewirken. Im schlimmsten Fall kann es sein, dass alles neu ist, wenn du bereits hier unten bist. Das Gute aber ist, dass danach du einen Kontext geschaffen hast und ein Beziehungsnetzwerk lebst, wo deine Bedürfnistanks tatsächlich gefüllt sind. Und das kann natürlich zu erheblichen Veränderungen kommen für dich selbst, für dein Umfeld. Für mich bedeutete es, dass ich 3 Behörden, Finanzamt, Bundeswehr und Kriminalpolizei durchlaufen bin, bis ich verstanden habe, dass das nicht der Kontext ist, wo meine Bedürfnistanks gefüllt sind. Ich brauche viel Freiheit, viel Gestaltungsfreiheit, viel Abenteuer, viel Veränderung, aber auch die Möglichkeit, etwas zu tun, dafür belohnt zu werden. Und das ist leider, wie du schon erkennst an den Formulierungen, in wenigen Behörden der Fall. Deshalb musste ich dann in die freie Wirtschaft wechseln, wo ich als Unternehmer auf freier Flur, auf freiem Wald, auf freiem Gewässer unterwegs bin und das Risiko voll jeden Tag tragen darf. Aber auch wenn du zu den Menschen gehörst, die eher Sicherheit, Stabilität und Vertrauen brauchen, wenig Veränderungen und die möglichst wenig neu selbst im Risiko entwickeln wollen, dann ist das auch okay. Es geht hier nicht um besser oder schlechter, sondern es geht darum, dass du deinen Platz im Leben, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft findest. Und genau das macht der Birkmann-Test sichtbar. Und wenn du den Birkmann-Test noch nicht kennst, dann solltest du zumindest so viel wissen, dass er damals vor über 70 Jahren für die Pilotenauswahl entwickelt worden ist, um die richtigen Piloten am richtigen Fleck zu haben, damit sie in Entscheidungen, in Situationen, in Krisensituationen noch im ressourcereichen Zustand sind. Auch die NASA wählt damit auch die Astronauten aus und fast alle großen Konzerne suchen danach ihre Führungskräfte aus. Und du kannst über die Webseite www.birkmanninfo mehr Informationen erfragen und du kriegst dann, wenn du den Test machst,
ein fast 100-seitiges Handbuch zur Verfügung, wo all das geschrieben steht, wie deine Bedürfnistanks aufgebaut sind, was du tun kannst, um was zu verändern. Es steht auch ein Erste-Hilfe-Handbuch drin und du siehst auch ganz genau, was deine Ressourcen, deine Stärken sind und wo die meisten Menschen mit deinem Profil in der Wirtschaft auch erfolgreich untergekommen sind. Wenn du also mehr Informationen haben willst, um deine Persönlichkeit, deine Bedürfnisse zu erforschen und vielleicht auch auszuwerten und dein Leben umzugestalten, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Du findest hier direkt unter dem Video einen Link zu der Erstgesprächsanfrage und wir stehen dir gerne zur Verfügung für allgemeine Fragen für den Test, für dich persönlich, aber auch für Beziehungen im Matching. Ganze Teams können wir auch auswerten, überprüfen und wir können dich auch dabei begleiten, dein Leben so umzugestalten, dass du eines Tages mindestens die 80% Stufe erreicht hast in allen Tanks und das, was ich dir sogar wünsche, die 100% Stufe erreicht hast. Also mache jetzt nicht nur Gebrauch von einem kostenfreien Erstgespräch oder bestelle deinen Test für dich oder die Menschen, die dir lieb sind, sondern like auch unser Video, abonniere unseren Kanal und empfehle uns gerne weiter an die Menschen, die du kennst, die vielleicht in einer entscheidungsarmen, in einer widerstands- und resilienzarmen Verfassung sind, damit die Menschen sich selbst aufklären, damit die Menschen Handlungsvollmacht dafür bekommen, ihr Leben so zu verändern, dass sie wieder in einem ressourcenreichen Zustand hineinkommen. Und das geht nur, wenn man alle 11 Tanks kennt und auch weiß, was rein muss. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.